Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lucifer's Call. Und ich bin schon hier hingenascht. Und ja, der Kampf hat eigentlich. Boah. Das Nach-, also nochmal kämpfen, hat eigentlich, wie beim letzten Mal, gut funktioniert. Ja, bei mir sind, glaube ich, diesmal drei Monster gestorben anstatt zwei, also eins mehr. Deswegen habe ich. Ja, deswegen habe ich auch keinen Mana mehr, sagen wir es mal so. Konnte ich nur wiederbeleben. Musste halt mit Kuma dann noch heilen. Kacke. Ja, das war schon ein bisschen anstrengender. Aber ich habe es auch beim ersten Versuch geschafft. War knapp, aber ich habe es geschafft. So, wir haben 800 Marker. So, wir gehen diesmal mal rechts lang. Wahrscheinlich wird wieder eine Sackgasse. Yeah! So. Ich habe natürlich mit den beiden auch geredet schon, deswegen. So. Hier lang, genau. Ja. Eine Rauchkugel, auch nicht schlecht. Und da ist eine Tür. Und bleiben wir mal. Machen wir sie platt. Oh, daneben. Verdammt. Sekunde. Na egal. Nein. Nein, nein. Boah. Ja, ich habe gerade ein Magatama, wo ich schwach gegen bin. Fuck. Wenn du sowas einsetzt. Ach, jetzt bin ich schon wieder, wo wir beim letzten Mal auch schon mal waren. Wieder einmal ist der Kuma verletzt mit einem Status-Symbol, das er nicht heilen kann. Oder inzwischen doch. Nee, kann ich natürlich nicht. Verdammt. Warum nicht? Mann, heimlich. Hier. Das war voll die Verschwendung, aber egal. So, denn die hilft mich ein bisschen besser. Hier, von da kommen wir, ne? Ja. Lass mich durch. Okay. Wir kommen langsam ein bisschen näher, glaube ich. Die Qualität der Räume wird ein bisschen besser. Nee, ist dann in Ikebukuro. Ikebukuro. So. Hoffentlich ist da auch ein Heiler. Auf dem Meer. Toll. Oh Gott! Noch ein langer Weg auf uns. Da sehe ich eine Truhe und da hinten ist auch noch eine Truhe, glaube ich. Da links. Da hinten, da. Oh, wo sind die Gegner? Ups. Ja. Autsch. Autsch. Eine Giftwolke. Hör auf damit. Ach Mann. Was sollte ich jetzt machen? Ach, ich heile einfach. Ich bin der Heiler jetzt. So. Feuer auf. Ich denke mal, diese Nasentypen hier, die können auch reden mit uns. Aber leider haben wir gerade eine volle Truppe, das ist ein bisschen doof. Wir sollten echt mal hier machen. Und wir haben ja keine neuen bekommen, also keine neuen Plätze. Keine neue Macht sozusagen. Das ist sehr schade für mich. Aber okay. Dann hätte ich ja eigentlich mit euch Mist im Winter anfangen müssen. Weil ich habe nämlich diesen Platz hier total vergessen. Das war jetzt auch ein langer Weg zurück. Nebelhauch. Ja.
Vielleicht eine Veränderung, bla bla bla. So, mal gucken, ob es hier irgendwas gibt, hier auf der rechten Seite. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier langkommen. Nee. Aber natürlich eine Truhe. Bist du jetzt nach oben oder nach unten hin? Oh, scheiße, nach unten. Ach, egal. Oder? Ja, ich will eigentlich den vollen Inhalt haben. Den besseren Inhalt. Aber ich kann nicht so ewig hier rumgarten. Garten? Ist das ein Wort? Scheiße. Mache ich das jetzt oder nicht? Ach, scheiß drauf. Machen wir mal die kurze. Yeah, wir haben den Stein erhalten. Wie ich lese in den Kommentaren, du Kacknoob, du hast nicht gewartet, bla bla bla. Was ist denn das da? Ach, das ist, glaube ich, eine Schatztruhe unten, ne? Ja. Hoffentlich heilt der uns, der da hinten steht. Wäre sehr schön, wenn wir uns heilen würdest. Oh, das kann ich nicht wieder an. Geh mir aus dem Weg. Ja, wir sind natürlich schwach dagegen, das ist natürlich klasse. Gott. Wir haben gar keine Kohle gerade. Oh, das ist echt ätzend gerade. Eishauch. Boah, super. Ätzend. Ich glaube, ich strecke diese Folge nochmal. Oh ne, ja, ich habe vergessen, dass wir verfehlen werden. Oh, Scheiße. Naja, ach, das ist so fies. Oh, fuck. Oh nein, oh, super. Naja, wie gesagt, ersparen wir uns so den Weg zurück. Ich hab mich nicht mehr gespeichert. Hm. Weil ich sowieso nicht flüchten kann, das weiß ich jetzt schon. So. Wir können ja mal versuchen, die Sura, vielleicht kriegen wir noch was hin. Nö. Was? Egal, ich habe gespeichert. Passt. Alles passt. Ich weiß aber nicht, ob ich immer am anderen Set schon war mit dem Speichern. Ich glaube, ich bin auch in Ginzerhetze. Das ist eigentlich ganz gut, dann kann ich mal neue Monster rekrutieren. Ist auch mal selten, ne? Ein Let's Play zu sehen ohne Safe Stats. Ist ja bei mir nicht möglich. Oder dauerhaft speichern. Speichern, wir müssen speichern, wir müssen speichern, wir müssen speichern. F5, F6, F5, F6, F5. Oder F9. Keine Ahnung, wo das Speichern meistens ist. Bei manchen Spielen ist es auf F5 und manchmal ist es F9. Oder Shift F1. Ja, ich habe auch ein bisschen Erfahrung. So, Kathedrale Schatten. Yeah. Hast du was Neues für mich? Nein, hast du nicht. Ach, Quatsch. Ich habe so einen komischen Zettel bekommen von Easter. Ihr Ablesedienst und Wartungsdienst kommt. Umrüstung auf Funkgeräte. Ja, die waren schon im Januar da. Müsst ihr da mal anrufen. Was der Blödsinn soll, dass sie schon wiederkommen. So. Wen brauche ich denn nicht? Isura brauche ich nicht. Den Schleim brauche ich eigentlich auch nicht. Denn, Tierwesen brauche ich eigentlich nicht. Nee. Denn das aus dem Zweihorn kann ich mich einen Reitschuh machen. Raiju. Sorry. Falsches Deutsch. Ja. Oh, ich könnte einen Pyro-Jack machen. Nee. Nee. Als Engel ist ganz cool eigentlich. Das kannst du nicht machen. Ein Einhorn. Cool. Cool. Der Lebensretter kann. Lebensretter. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Später vielleicht. So, Isora.
Ja gut. Gucken wir uns einfach mal an, welche Monster wir nicht brauchen. Wir brauchen den Klumpen nicht, wir brauchen den Schleim nicht, wir brauchen die Sora nicht. Okay, das war's. Oh, Naga. Geil, Naga. Oh, die sind cool. Ah, die werden wir bestimmt auch anders kriegen. Ein Yoma und ein Monster. Okay. Merken wir uns. Ein Yoma und ein Monster. Nasuchi, Schlange. Na gut, dann machen wir aus einem Dings hier, Boomster, ein Dings, ne? Was machen wir denn? Giftbiss und. Achso, Schleim, was kannst du denn? Todesurm. Ja, versuchen wir Todesurm zu bekommen. Dann passt es. Todesurm. Perfekt. Mit Analyse, perfekt. Ja. So, dann hätten wir wenigstens einen Platz frei. Röchel. Ich benutze sie vom Schlangen-Clan. Freut mich. Oh, wo kommt denn die Stimme raus? Aus dem Rüssel. Nee. Oh, da kam so viel raus. Scheiße. Nein, falsch. Fornius. 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 Oh, oder so ein Starkkrieger. Cool. Oder Minakoto. Minakata. Oh, nicht schlecht. Was kann ich denn dazu aber noch alles machen? Fornius. Nee. Inosuchi. Kann ich nicht auch einen Drache daraus machen? Irgendwie war mir das doch so geläufig. Dass Inosuchi auch ein Drache war. Anfällig gegen Elektrizität. Absorbiert Stärke auch noch. Cool. Den hätten wir auch gebraucht bei Matador. Könnt ihr euch ja merken. Ungefähr habt ihr ja gerade gesehen, welche Monster ich verwendet habe. So. Also Nosuchi möchte ich eigentlich noch Gegenangriff lernen, bevor wir hier zum Beispiel bei Inugami weitergehen oder Fornius lernen. Jetzt haben wir auch einen Platz frei. Ja, jetzt haben wir einen Platz frei. Das passt eigentlich schon. Jetzt kann wenigstens einer mit. Und Nosuchi werden wir wahrscheinlich jetzt auch mitnehmen, damit er halt. Klicken wir nicht mit. Damit er halt die Attacke lernt. So. Dann nehmen wir Erzengel mit, der hat sich das verdient und 200 hat sich das auch verdient. Und Inugami ruht sich gerade aus. Was lernst du als nächstes? Nebelhauch. Okay, brauchen wir eigentlich nicht. Weil, ist in Ordnung. So. Dann möchte ich nochmal ganz kurz nachgucken, ob ich das Amalanes, ob ich das gemacht habe. Ist alles natürlich scheiße jetzt für euch, aber das, wenn ich das vergessen habe, dann. Ich schon wieder von hinten an. Die Schwäne. Hört auf damit. Oder ich schnapp mir jetzt noch einen Jack. Jack Frosch. Danke. Ist das schon was gewesen? Oh. Versuch's einfach. Ich greife ihn einmal an. Was macht? Nee, macht nichts. Okay. Und wir reden mit ihm. Soll mich dir anschließen? Dann gib mir 120 Mark. Ja, mach ich hier. Ach, hab ich nicht. Scheiße. Oh. Ups. Das ist sauer. Ja, ich hab ganz vergessen, wie viel ich Urlaub. Scheiße. Man sollte natürlich Kohle haben, das können wir auch nicht. Ja. Dann gucke ich erstmal, ob ich. Ja, so ein Beeret kriegen wir auch. Die heißen auch wirklich Beerets. So ein Viech möchte ich auch. Also ich möchte wenigstens ein Nahkämpferwesen. Ein, wenigstens. Und ein Heiler. Zumindest ein heilermäßiges Monster. So, wir gehen da jetzt mal hin. Und ich will bloß schauen.
ob ich das gemacht habe oder nicht. Es muss halt sein, tut mir leid. Ich könnte mir ja schreiben, ob euch das wirklich nervt. Aber gucke ich jetzt eigentlich durch? Naja, egal. Ah! Ich hab's gemacht, gut. Weil sonst würde nämlich... Was ist los? Hallo Rolf! Mein Meister ruht sich gerade aus. Du solltest wissen, dass ich ständig an dich denke. Die Scheusale verfügen über eine unvergleichliche Stärke. Doch ich habe großes Vertrauen in dich. Rolf, ich weiß, dass du alle Kandelnabe in das Labyrinth von Amala zurückbringen wirst. Ja, super toll. Und schlaf, Bruder. Yay! Sandmann, lieber Sandmann. Und so weiter, da, da, da. Weiter kann ich den Text nicht. großer Tunnel. Übrigens war ich im Shinjuku-Krankenhaus und habe mal wirklich geguckt, ob man, ja, ob man sich wirklich nicht nochmal das Heilen ersheaten kann. Und nein, es geht wirklich nicht. Ich habe noch ein paar Kisten gefunden, die ich vergessen hatte im Krankenhaus. Ja, die könnt ihr euch dann selber suchen, wenn ihr das mal spielen solltet. Also es gibt noch ein paar Dinge, die ich da nicht entdeckt hatte. Im Let's Play. Es war eine... Also ich weiß, dass eine Kiste waren 300 Marker. Und dann irgendwie so eine ganz kleine Gegenstände halt. Die man halt am Anfang bräuchte. So, ja, hab ich, okay. Ich wollte gerade gucken, ob ich einen mit Feuer attacken kann. Das habe ich auch. So. Machen wir das. Jetzt eine. Okay. Zack. Zwei Horn. Attacke. Sehr schön. Musuchi. Attacke. Geht nicht. Aber dafür. Oh, du verfehlst. Oh, das ist schlecht. Dieses hier. Beide auch noch. Verkack einen. Okay. Okay. Ich bin noch weg. So. Und wieder eine Koralle. Sehr schön. Mit den Edelsteinen kann man sich auch übrigens Gegenstände holen. Und ich empfehle, wenn ihr eine Perle habt. Also eine Perle, die für Edelsteine zählt. Dann holt euch dieses Wiederbelebungsding. Das kostet 1200, wenn man das verkauft. Ja, natürlich greifst du... Das ist, boah, das ist so typisch. Du greifst natürlich den an, der eingefroren ist. Du hast nicht eine 1 zu 4 Chance. Nee, du greifst natürlich den an... Verdammt. Du greifst natürlich den an, der... Ja. Natürlich den, der gefroren ist. Coole Attacke mit dem Röcheln. Scheiße. Ja, ich weiß. Oh nein. Oh, verdammt. Mann. Ja, ich weiß, dass es auch schwer ist. Ätzend. Trotzdem ist es wirklich ätzend. Manchmal. So unfair manchmal das Spiel. Und jetzt ist der auch noch tot. Den ich trainieren wollte. Toll. So. Ich habe keine Wiederbelebungsperle dabei. Nee, habe ich nicht. Scheiße. Und ich habe auch kein Geld mehr, jetzt eine Wiederbelebungsperle zu kaufen. Scheiße. Daraufhin ein Wink. Da lang. Übrigens ist dieses eine Gegenstand, der mit der Verwandlung, ob das anzeigt, das ist für uns. Boah, verdammt. Du kannst halt sehen, ob er sich verwandeln kann oder nicht. Das ist eigentlich total unnütz, weil du siehst ja, dass das Monster sich verändern möchte.
Das siehst du vor der Kanne. Das ist ja halt so rote Blitze hat. So, dann was rennt da an? Ganz schön viel aus. Das stört mich eigentlich auch, dass man hier nicht so schön die Verteidigung hochpushen könnte. Wie bei anderen Spielen, Rollenspielen. Also, dass es hier keine Rüstung gibt für den Hauptcharakter. Aber wahrscheinlich ist es so, dass im Schwermode ja mehr, also die Gegner konzentrieren sich mehr auf den Hauptcharakter als auf die Viecher. So. Die gehen natürlich jetzt nicht mehr rechts lang, denn rechts war ja wirklich nix. Also gehen wir jetzt nach links. Wenn ihr wissen wollt, was rechts ist, dann... Das hört sich falsch an. Aber wenn ihr wissen wollt, wohin der rechte Weg führt, dann schaut euch den letzten Part nochmal an. Bla 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 und so weiter. Kennt ihr. So. Oh, ich hätte mir so eine Kugel kaufen müssen, ey, oder irgendwie sowas. Mann, ich brauche das Geld. Oh. Nee, keiner erwischt. Ich wollte gerade sagen. Also drei erwischt. Gut, das müsste eigentlich. Oh, Yogami, du. Du böses Viech, du. Oh. Lebensstein. Wer braucht denn einen Lebensstein? Das kann ich schon wieder heilen. Bin schon wieder fast tot. Mit dem Mana. Und der Weg ist auch noch so lang. Der Weg ist steinig und schwer. ging es da weiter? Weiß ich jetzt nicht. Ich gehe einfach mal hier rum. Was hier ist? Nix. Toll. Scheiße. Was war denn da auf der anderen Seite? Ach stimmt, da war der andere Weg. Ja. Da hinten ist eine mystische Truhe. Klappermaul, Klappermaul. Also gut. Ach scheiße. Naja gut. Schon. Nein, nicht Hirnstoß. Mann, ey, Inugami. Ach. Du wirst immer schwächer, ne? Desto größer du wirst, desto schwächer wirst du. Ikebukuro ist westlich von hier. Wenn du nach Kinshu zurück willst, solltest du nach Osten gehen. Ach. Nicht wirklich. Ich hab ja nicht eine Karte. Nö. Was hast du? Oh. Heißt du mich? Da vorne ist ein. Das Terminal da vorne ist ein S-Terminal. Du kannst es benutzen, um zum Hauptterminal zurückzukehren. Ja, toll. Wir können mich halt hier bei so ein S-Terminal, Speicherterminals, auch genannt, können wir uns mit dem Terminal verbinden und dadurch würden wir zum großen Tunnel von Ginza wieder zurückkommen. Und dort können wir uns aber immer noch nicht heilen, deswegen müssen wir noch ein bisschen weiter zurücklaufen und nach Ginza porten. Ich will nach Ginza. Wie viele Minuten habe ich denn schon rum? Wo steht denn das jetzt? Ach da, 24 Minuten. Ja, dann mache ich hier einen Cut. Dann kann ich wenigstens wieder eine Folge machen. Und ich gehe mal heil nach Ginza. Schon wieder. Nee, weil ich habe kein Geld. Scheiße. Ich habe kein Geld. Doch, ich habe 1000 Gold. Ha. Gut, dann gehe ich doch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis bald. Tschüss.